So, hallo alle zusammen. Heute schauen wir uns mal die neuen Tinboxen an von der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 6. Und bevor wir loslegen, noch zwei kleine Dankeschöns. Einmal an Kleiner Rocker 07. Du hattest mir ja geschrieben, dass man die Tinboxen schon vorbestellen kann bei Stickerpoint. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe die am Dienstag bestellt und am Mittwoch wurden die schon geliefert. Deswegen auch nochmal ein Dankeschön an Stickerpoint. Also richtig schnell verschickt auf jeden Fall innerhalb von einem Tag. Das war richtig cool. Deswegen verlinke ich euch den Shop auch mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Boxen an. Auch dieses Jahr wird es wieder 4 Boxen geben, also eine XXL-Tin in einer Legacy-Variante und dann hier drüben eben die Mini-Tins von der neuen Staffel 14, die Insel. Und jetzt schauen wir uns die Boxen mal ein bisschen genauer an und wir starten mit der XXL-Tin. In der großen Tinbox bekommen wir dann auch dieses Jahr wieder 10 Booster, dazu noch die limitierte Goldkarte Nummer 16 von Legacy Garmadon, eine limitierte XXL-Karte ist noch mit dabei von Shintaro Lloyd und noch eine Lego Ninjago Minifigur. Das alles für 12,99 € und ich entferne mal kurz die Folie, dann können wir uns die Box ein bisschen genauer anschauen. Und so sieht die Box dann mal ohne Folie aus, also die hat ein richtig cooles Design, wieder in der Legacy-Variante halt mit Legacy Garmadon und Lloyd hier vorne und der Deckel hier vorne, der ist auch so ein bisschen erhaben. Ich zeige euch das mal von der Seite, vielleicht kann man das sehen. Also das ist hier so ein bisschen hervorstehend. Gerade hier bei Garmadon zum Beispiel der Mund oder die Blitze hier in der Mitte. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Auch das Ninjago-Zeichen hier unten, der Schriftzug, der ist auch so ein bisschen erhaben. Also das ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Von der Seite sieht man dann hier einmal Ninjago. Dann haben wir auf dieser Seite einmal die Ninja abgebildet. Beziehungsweise halt Nia ist ja noch als Samurai X hier drauf. Also sieht eigentlich auch ganz gut aus. Von der Seite nochmal der Ninjago-Schriftzug und hier drüben sind die Bösewichte in Geist, Nindroid, Lasha, Garmadon, ein Skelett und Ronin. Und von unten sieht das Ganze dann noch so aus. Also ja, auf jeden Fall ein schönes Design. Ich mag auch, wie das getrennt ist. Also auf der einen Seite eben grün und auf der anderen Seite schwarz. Schwarz dann bei Garmadon und grün bei Lloyd. Sieht ganz cool aus. Und jetzt öffnen wir die mal. Wir wissen natürlich schon, was drin ist. Das stand ja schon auf dem Kleber, aber zumindest wissen wir noch nicht, welche Minifigur mit drin ist. So, als erstes haben wir hier einmal die XXL-Karte von Shintaro Lloyd. Wir schauen uns das gleich natürlich nochmal ein bisschen genauer an. Dann hier noch die limitierte Karte. 10 Booster sind ja dabei. Die haben wir hier dann mal. Und hier unten noch die Minifigur. Sehr cool, das sieht aus wie Lloyd in der Spinjitzu Burst-Variante. Die Figur haben wir dann mal hier. So, und hier haben wir dann mal den kompletten Inhalt von der Box mit der XXL-Karte Nummer 2 hier drüben. Die sieht so aus mit Shintaro Lloyd, eine sehr, sehr coole Karte. Die gibt es ja auch als kleine Karte dann, als kleine limitierte Karte. Und die XXL-Karte, das kann ich euch mal kurz zeigen, die ist halt deutlich größer als so eine normale Standardkarte. Also mindestens doppelt so groß, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, und die Karte sieht ganz cool aus. Lloyd natürlich hier in seinem Outfit von Shintaro in der Rüstung oder in dem Ninja-Anzug mit dem Schild und seinem Schwert. Die Werte hat er zweimal 105, dann hier drüben noch 80 und 50 im Angriff. Also auf jeden Fall eine coole Karte, die ihr halt dann hier aus der XXL-Tin rausbekommt. Zudem gibt es hier auch noch die limitierte Karte von Legacy Garmadon, die LE16. Zu den limitierten Karten habe ich ja auch schon ein Video gemacht, wo ich euch alle Karten, also alle limitierten Karten gezeigt habe und wo ihr die auch findet. Und Legacy Garmadon kriegt ihr halt hier dann in der XXL-Tin auch eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir ja noch einmal hier die Minifigur von Lloyd. Die gab es ja auch schon mal in einem Ninjago-Magazin. Und zudem haben wir hier noch 10 Booster. Ich würde mal sagen, ich öffne mal 5 Booster davon, weil ich habe ja auch schon mal ein Display-Unboxing gemacht, wo ich 50 Booster geöffnet habe. Falls ihr also noch weitere Booster-Unboxings sehen wollt, klickt einfach mal oben auf die Infokarte. Da verlinke ich euch dann das Display-Unboxing. Gut, dann schauen wir mal, was wir aus den 5 Boostern rausbekommen. So sehen die von vorne aus. Es gibt ja 4 verschiedene Booster-Motive und insgesamt 252 Karten zum Sammeln. Und wir schauen jetzt mal, welche Karten wir hier rausbekommen. Es geht einmal los mit Dschungel Lloyd, eine sehr, sehr coole Karte. Lloyd in dem neuen Outfit von Staffel 14. Dann haben wir Kleiner Kaui, das Lava-Monster. Einmal hier ein Puzzleteil. Sieht man auch den Lloyd und noch die Fallenkarte Verhext. Ich mache das alles ein bisschen schneller, weil, ja, falls ihr die Unboxing schon gesehen habt vom Display-Unboxing, dann kennt ihr ja schon die meisten Karten und wenn ihr das Mappen-Update gesehen habt, dann kennt ihr eh schon alle Karten. Das Mappen-Update kann ich euch auch mal oben in der Infokarte verlinken. So, Shintaro Kai, wütender Kaui, auch cool. Dann haben wir hier noch ein Puzzleteil.
und noch Inselbewohner, Gefängnisboot, ein Fahrzeug aus Staffel 14. Nächstes Booster. Hier haben wir einmal die Spielregeln. Dann haben wir böse Lascha, der Legacy Seelenschütze, Legacy Schlange und noch zwei Puzzleteile. Einmal dieses hier und das hier mit Zippy. So, nächstes Booster mit Kai vorne drauf. Hier geht es los mit Mega-Kreatur Nimbus, auch sehr cool. Dann haben wir Team Shintaro, Kai, Cole und Zane. Team Shintaro, Lloyd, Jay und Nia, das passt ja. Dann haben wir Willkommen, Aktionskarte und entführt eine Feinkarte. Und das fünfte Booster, also wie gesagt, 10 Stück sind ja mit dabei. Schauen wir hier noch kurz rein. Oh, sehr cool. Mega-Kreatur Zippy, der neue Drache. Dann haben wir Steinschildkröte, Legacy-Skelett. Hier haben wir noch Ninja Flugsegler und Magma Falle, eine Feinkarte. Das waren also mal 5 Booster aus der großen XXL-Tin. Okay, weiter geht's dann mit den Mini-Tins und da starten wir mal mit der silbernen von Zane. Hier bekommen wir 7 Booster mit 35 Karten, dazu noch die limitierte Karte Nummer 12 Dschungel Zane und das Ganze für 7,99 €. So, die Folie habe ich hier auch mal kurz entfernt, dann sieht das Ganze mal so aus mit Zane hier im Vordergrund in seinem neuen Dschungel-Outfit und hier hinten noch der Hüter des Donners mit der coolen Maske und das Design sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, hier mit dem Schriftzug eben The Island, also die Insel und hier außenrum der Drache in Gelb mit dem Kopf hier vorne, dem Schwanz hier hinten und hier hinten halt lauter Grünzeugs von der Insel, so ein bisschen Dschungelandeutungen. Von den Seiten sieht das Ganze so aus, also hier sieht man auch noch so ein paar Details und oben eben das Grünzeugs. Und von unten sieht das Ganze dann so aus. Und ja, hier werfen wir jetzt auch mal einen Blick rein. Wir wissen natürlich auch schon, was hier drinnen ist. Nämlich einmal hier die limitierte Karte und noch 7 Booster. Und die, würde ich sagen, werden wir jetzt dann auch mal gleich öffnen. Aber vorher schauen wir uns natürlich auch hier erstmal die limitierte Karte an. Das ist wie gesagt die LE12 Dschungel Zane. Zane in dem neuen Dschungel-Outfit. Die Karte passt natürlich ganz gut zu der Tin. Da ist ja auch der Zane mit drauf. Eine coole Karte mit dem hier hinten halt der Schriftzug Die Insel. Und die Karte bekommt ihr halt dann bloß in dieser Tin. Ich stelle die mal hier hinten hin. Dann haben wir die noch ein bisschen im Bild. Und dann haben wir ja die 7 Booster. Da würde ich sagen, die öffnen wir jetzt auch mal kurz. Vielleicht bekommen wir ja noch eine Ultra-Karte raus. Schauen wir mal. Ja, geht doch gleich gut los. Hier haben wir Ultra-Bestienmeisterin Nia, eine von den 12 Ultra-Karten, die es dann gibt. Sehr cool. Dann geht's weiter mit junger Lloyd und Schlangen. Hier haben wir noch die Palastwache. Das hier ist ein Puzzleteil. Und noch eine Aktionskarte, die Wunder Shintaros. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes erstes Booster. Machen wir weiter mit dem zweiten. Hier ist der Kai vorne drauf. Und hier ist auch der Kai drinnen, nämlich Legacy Kai. Dann haben wir Legacy Eyesore. Da haben wir noch Legacy Clutch Powers. Nochmal ein Puzzleteil mit dem Cole. Und noch Machtkampf, die Aktionskarte mit dem Gigantdrachen oder dem Drachen vom Totenkopfmagier. Auch ein cooles Motiv auf jeden Fall. So, weiter geht's hier dann mit den Spielregeln. Guck mal zur Seite. Dann haben wir Legacy Lloyd, der Legacy Mechaniker. Hier haben wir noch Weiser Legacy Meister Wu. Das hier ist wieder ein Puzzleteil. Ne, so rum. Und noch Kentern, eine Fallenkarte. So, 3 Booster haben wir noch. Schauen wir mal rein. Das nächste. Hier haben wir einmal der böse Hüter des Grollens. Dann haben wir Prinzessin Vanya, eine Mindroid. Dann haben wir hier noch ein Skelett vom Totenkopfmagier und Inselbewohner Gefängnisboot. Das hatten wir vorhin auch schon rausbekommen. Jetzt haben wir sogar noch 3 Booster. Also gerade hatten wir noch 4. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem nächsten. Hier haben wir Legacy Zane. Dann haben wir Team Shintaro, Kai, Cole und Zane. Dann haben wir Team Legacy Lloyd, Zane und Jay. Das X1 Ninja Supercar, ein Fahrzeug und OH. Eine Aktionskarte. So, 2 Booster haben wir noch. Einmal hier das mit dem Lloyd. Wie gesagt, ich mache das alles ein bisschen schneller. Hier haben wir dann mal böser Ronin. Auch eine coole Karte. Team Legacy. Dann haben wir hier mutiger Shintaro Kai. Und noch 2 Puzzlekarten. Und damit kommen wir jetzt zu dem letzten Booster. Da ist der Zane nochmal drauf. Und vielleicht bekommen wir noch eine Ultra raus. Schauen wir mal.
Nee, leider nicht. Aber Jungle Zane, sehr cool, das passt ja. Zane war auf dem Booster. Zane oder Jungle Zane ist jetzt hier in der Zane Box. Und Jungle Zane haben wir auch schon als limitierte Karte. Und ich finde, die Karte hier sieht halt auch richtig gut aus. Sehr cool. Dann haben wir Shintaro J. Hier haben wir noch Fieser Hüter des Donners. Der passt dann auch hier. Der ist ja mit auf der Tin drauf. Bodenlose Grube und Geschenk einer Aktionskarte. Das war also mal der komplette Inhalt von der silbernen Tin mit Zane drauf. Als nächste Tin hätte ich hier mal die rote mit Kai. Da bekommt man jetzt 5 Booster plus die limitierte Goldkarte Nummer 9 Dschungel Kai und noch eine Lego Ninjago Minifigur. Das alles für 7,99 €. Und so sieht die Tin dann mal ohne Folie aus. Auch ein cooles Design hier vorne mit Dschungel Kai und hier hinten der Hüter des Grollens. Auch hier ist wieder so ein Drache einmal rum. In blau-gelb, sieht eigentlich auch ganz cool aus, hier mit dem Kopf. Hier unten auch wieder der Ninjago-Schriftzug mit The Island. Und im Hintergrund ist halt auch hier wieder ein bisschen Grünzeugs. Von den Seiten sieht das Ganze dann so aus. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Box euch so vom Design her am besten gefällt. Ist es die große XXL-Tin oder eine von den Mini-Tins? So, jetzt schauen wir hier mal rein. Hier haben wir als erstes eine Minifigur, hey cool, von Kai sogar, passt. Kai ist in der Kai-Box drin. Sehr schön, aber das ist natürlich immer ein Zufall, welche Karte da drin ist. Aber ihr könnt mir natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch so eine Tin mal geöffnet habt, welche Figur dann bei euch drin war. Dann haben wir hier halt noch die limitierte Karte und die 5 Booster und die werden wir jetzt auch noch öffnen. Aber vorher werfen wir natürlich auch hier mal einen genaueren Blick auf die limitierte Karte, die LE9 von Dschungel Kai. Auch eine tolle Karte mit ja, Kai eben in seinem neuen Dschungel-Outfit. Ich mag die Outfits sowieso sehr, sehr gerne, also die Ninja-Anzüge. Und er hat auch sehr starke Werte, also 115 in der Abwehr und 108 im Tempo, das ist schon mal sehr, sehr gut. 88 im Angriff ist auch gar nicht mal so schlecht, nur der Power-Wert mit 44, der ist nicht ganz so gut. Aber alles in allem auf jeden Fall eine schöne Karte, die dann hier eben in der roten Mini-Tin bekommt. Und jetzt öffnen wir auch noch kurz die 5 Booster. Starten wir mal hier mit dem ersten. Da ist der Zane vorne drauf. Mal schauen, was wir hier noch alles rausbekommen. Es geht einmal los mit Mega-Kreatur Zippy. Die Karte haben wir ja vorhin schon bekommen. Aber auf jeden Fall eine schöne Karte mit Zippy drauf. Dann haben wir Team Nindroiden. Hier haben wir Mutiger Shintaro Kai. Die Magma-Falle, eine Fallenkarte und Abenteuergruppe, eine Aktionskarte. Eine coole Gruppe auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier ist nochmal der Saint vorne drauf. Die Booster lassen sich auch sehr, sehr gut öffnen. Das ist ja aus diesem neuen Material, also aus Papier und nicht mehr aus Plastik. Auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Legacy-Schlange haben wir noch. Nimm das und das Böse enthüllt. Eine Fallenkarte. Nächstes Booster mit Cole vorne drauf. Das ist ziemlich dick. Hier könnten wieder die Spielregeln mit drin sein. Jupp. Die haben wir einmal hier. Dann haben wir Mega-Kreatur Kaui, auch ein cooles Design hier von Kaui. Gigantdrache, Team Shintaro, Lloyd, Jay und Nia, Einladung, Aktionskarte und Saints Titan Mac, ein Fahrzeug. So, nächstes Booster, hier haben wir den Kai vorne drauf. Und hier haben wir der böse Hüter des Donners als Spezialfolienkarte. Dann haben wir Team Shintaro Kreaturen, Fieser Eisor, Battle Kai ein Fahrzeug und versperrt eine Fallenkarte. Und damit kommen wir zum letzten Booster aus der roten Mini-Tin mit Kai vorne drauf. Schauen wir mal. Hier haben wir Legacy Samurai X. Auch sehr schön. Mutiger Shintaro Zane, fieser Totenkopfmagier und noch 2 Puzzlekarten. Haben wir die hier. Unter die 237. Und das war da mal der komplette Inhalt von der roten Mini-Tin. So, und hier haben wir jetzt die letzte der 3 Mini-Tins. Das ist die schwarze mit Kohl vorne drauf und hinten haben wir noch Häuptling Mamatos. In dieser Tin bekommt man jetzt auch wieder 5 Booster, dazu die limitierte Karte Nummer 17 mit Inselhäuptling Mamatos, eine Ninjago Minifigur und noch eine zusätzliche limitierte Karte. Und so sieht die Tin dann mal ohne Folie aus und wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Designs in die Kommentare schreiben. Ich finde so, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen den 3 Mini-Tins zumindest, da würde ich glaube die schwarze hier nehmen, die gefällt mir optisch schon richtig gut. Dann mit Kohl natürlich hier vorne drauf, Häuptling Mamatos hier hinten, auch der Drache ist hier wieder ringsrum und das schwarze Design hier halt an der Seite. Ich finde, das sieht richtig gut aus, sehr schön auf jeden Fall.
Von hinten sieht das Ganze dann so aus und jetzt schauen wir mal rein. Es ist ja eine Minifigur drin und noch eine zusätzliche Karte und die Minifigur ist tatsächlich auch hier Cole. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, dass halt hier in der Cole Mini Tin auch Cole drinne ist. Wäre natürlich gar nicht mal so schlecht und bei Kai war ja schon der Kai drinne. Und dann haben wir hier einmal die zusätzliche limitierte Karte Jay vs. Nintroid Jäger und halt noch diese hier Inselhäuptling Mamatus. Die ist auf jeden Fall immer drin. Die andere, die wird sich dann wahrscheinlich unterscheiden. Und dann haben wir noch 5 Booster, die werden wir natürlich auch noch kurz öffnen. So, und hier haben wir dann nochmal den Inhalt mit der zusätzlichen limitierten Karte hier, Jay vs. Nintroid Jäger, die LE27. Diese Karte ist normalerweise in einem Blister mit dabei und ich denke mal, dass sich diese Karte wahrscheinlich auch unterscheiden wird. Also, dass nicht immer diese hier drin ist, sondern eben eine andere, entweder aus einem Blister oder einem Multipack. Aber die andere limitierte Karte hier von Inselhäuptling Mamatus, die ist auf jeden Fall hier immer drin. Das ist die LE17, eine sehr, sehr coole Karte, die ihr halt dann bloß in dieser Tin hier bekommt, mit dem Oberbösewicht eben aus Staffel 14, der doch richtig gute Werte hier, 123 in der Abwehr, das ist ein sehr, sehr guter Wert und noch 100 in der Power, also auf jeden Fall auch eine coole, starke Karte und auch hier öffnen wir jetzt noch die 5 Booster. Starten wir mal mit dem ersten, das passt gleich, hier ist nämlich der Cole vorne drauf, passt zur Mini-Tin und dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Es geht gleich mal los mit einer Ultra-Karte vom Ultra-Mino, sehr cool. Der hat auch hier 3 Werte mit 100, also auch eine starke Karte. Dann haben wir Team Legacy, das haben wir vorhin schon gesehen. Dann haben wir Team Legacy, Kai, Samurai X und Cole. Das hier ist noch ein Puzzleteil, so rum. Und nochmal Hüter, Katamaran, ein Fahrzeug aus Staffel 14. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hier haben wir einmal Böser Hüter des Donners. Dann haben wir Shintaro Jay, Shintaro Meister Wu, ein Puzzleteil mit der Nia und dem Lloyd und Huttausch, eine Aktionskarte. So, nächstes Booster mit Lloyd vorne drauf. Da haben wir auch eine sehr, sehr coole Karte, Mega-Kreatur Spinne, die gefällt mir auch richtig gut. Dann haben wir hier noch junger Lloyd und Schlangen, fieser Whiplash, Angst vorm Dunkeln, Aktionskarte und X1 Ninja Supercar, ein Fahrzeug. So, vorletztes Booster mit Saint vorne drauf. Ich glaube, hier müsste wieder eine Spielregel mit drin sein. Nee, doch nicht. Hat sich jetzt nur so angefühlt. Hier haben wir jetzt Mega-Kreatur Steingolem 1. Dann haben wir Legacy Eyesore, Team Legacy, Lloyd, Zane und Jay, OH-Aktionskarte und noch ein Puzzleteil. Und damit kommen wir zum letzten Booster. Hier ist nochmal der Cole vorne drauf, passt in der Tin ja, von Cole lebend. Hier haben wir jetzt Mega-Kreaturen-Team Mino und Kaui. Dann haben wir Legacy Mechaniker, mutiger Shintaro Kai, ein Puzzleteil. Und die letzte Karte ist Bodenlose Grube mit dem Cole drauf. Das ist doch ein schöner Abschluss für die schwarze Tin, wo eben ja, der Cole vorne drauf ist. Okay, und das war dann mal mein Unboxing zu den neuen LEGO Ninjago Trading Card Game Serie 6 Tinboxen. Mir gefallen sie optisch ganz gut. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Meinung zu den Tins unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.